So, hallo Leute, es gibt wieder was Neues zu sehen. Ich stehe hier am Mercedes Vision AMG. Das ist etwas, was noch keiner richtig gesehen hat und ich darf als einer der Ersten hier dran sein am Auto. Das ist praktisch die Übersetzung des EQXX, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Das ist das berühmte 1000 Kilometer E-Auto. Und das ist jetzt das Ding, was die Zukunft von AMG sein soll, und zwar die elektrische Zukunft von AMG. Vielleicht ist euch bekannt, AMG, Krawall. Das hier ist auch Krawall, aber auf ganz andere Art. Es hat einen Panamericana-Grill, der in die Neuzeit überführt ist, nämlich beleuchtet. Ganz anders als sonst. Es hat eine relativ kurze Haube. Es ist ultra flach. Es ist ein Tick über 5 Meter lang, das Auto. Und es ist eigentlich der AMG Viertürer, den vielleicht manche von euch kennen, in der Übersetzung ins Elektrische. Und ab 2025 sehen wir das Ding so oder ein bisschen anders, so ähnlich auf der Straße. Das ist das erste roughe Model. Es hat noch keine Seitenscheiben, wie ihr seht, aber das kommt noch. Also, wir sind ein bisschen gewandert, wir sind zum Heck des Autos gewandert. Ihr seht, es hat eine sehr, wie aus einem Stück gegossene Linie, die hinten ein bisschen ansteigt. Das hat CW-Gründe, CW-Wertgründe, Aerodynamikgründe. Es kommt hier oben Spoiler raus, den braucht man aber mehr zum Bremsen, damit das Auto überhaupt auf der Straße bleibt. Und wofür ist AMG bekannt? Was denkt ihr? Klar, für den Sound, für die Auspuffrohre. Auspuffrohre gibt es in der elektrischen Welt nicht mehr, aber bei AMG, beim Vision AMG, gibt es eine neue Idee. Das sind diese 6 Leuchten hinten. Und wenn jemand diesem Auto nachguckt, dann wird das in Erinnerung bleiben. Und man könnte sich vorstellen, dass da drin vielleicht noch ein kleiner Mercedes-Stern reinkommt, der projiziert wird. Und man könnte sich auch vorstellen, dass man in der elektrischen Welt neue Gegner findet. Auch bei Mercedes und bei AMG. Und der Markt noch mal ein bisschen neu gemischt wird. Und wenn ich Ferrari wäre, würde ich vor diesem Auto ein bisschen Schiss kriegen. Denn das 2025 ist nicht mehr so lange hin. Und stellt euch mal vor, das Ding hätte 1000 PS. Dann wäre das auf einmal in einer ganz anderen Schlagweite. Und es passen trotzdem 4 Personen rein. Das ist ein ganz interessantes Auto. Und das war's vom Vision AMG.